Die heutige Predigt bezieht sich auf ein Kapitel unserer neuesten Broschüre, die wir jetzt herausgegeben haben und die also auf unserer Webseite vorhanden ist, mit dem Titel Jesus Christus, ein großes Geheimnis. Ich möchte heute über Teil 5 in dieser Broschüre sprechen, nämlich über die Zeit von Christi Kreuzigung und Auferstehung. Nun, das können Sie nachher alles nachlesen, wenn Sie das wollen. Es ist nämlich auf der Webseite vorhanden, aber ich wollte dies als eine Predigt bringen und vielleicht noch ein paar ergänzende Bemerkungen dann machen, weil nämlich wir heute ja an diesem Sabbat eigentlich an das denken können, was im Zeitpunkt des Sonnenuntergangs geschehen wird. Wenn man zurückdenkt an die Zeit von Christi Kreuzigung und Auferstehung. Denn es wird dann nämlich der Zeitpunkt gekommen sein, wenn Christus aufersteht. Nun, die Kreuzigungswoche in dieser Woche war ein wenig anders als die Kreuzigungswoche, die damals im Jahre 31 nach Christus stattgefunden hat. Aber da gehen wir noch darauf ein. Aber Tatsache bleibt, dass Christus, wie wir sehen werden, am Samstag noch vor Sonnenuntergang auferstand und nicht, wie heute im Christentum gelehrt wird, am Sonntag. Fangen wir uns einmal an, in Matthäus Kapitel 12, angefangen in Vers 38, etwas anzuschauen. Matthäus Kapitel 12 und Vers 38, und die meisten von Ihnen werden die grundsätzlichen Ideen kennen, aber ich möchte heute einmal ein paar Stellen auch behandeln, die vielleicht nicht so bekannt sind und die eben noch deutlicher machen, warum das orthodoxe Christentum in dieser Beziehung total falsch liegt und etwas lehrt, was nicht mit dem in Einklang steht, was die Bibel sagt. In Matthäus Kapitel 12, die Verse 38 bis 40. Da heißt es, da fingen einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern an und sprachen zu ihm, Meister, wir möchten gern ein Zeichen von dir sehen. Heute wollen viele Menschen Zeichen sehen, die wollen Wunder sehen. Wenn sie nicht Wunder sehen, dann glauben sie nicht, wie es heißt. Und er antwortete, Vers 39, und sprach zu ihnen, ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen. Also das ist eine sehr, nicht unbedingt unter schmeichelhafte Bemerkung. Er sagt, das sind diejenigen, die Zeichen sehen wollen, die gehören zu einem bösen und abtrünnigen Geschlecht. Aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden. Es sei denn, das Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird es der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Also Christus sagt hier etwas sehr Deutliches. Er sagt, wie Jona 3 Tage und 3 Nächte, 72 Stunden, im Bauch dieses Fisches, dieses Seeungeheuers gewesen war, so wird auch Christus 3 Tage und 3 Nächte, volle 72 Stunden, im Bauch der Erde sein, Grabe sein. Er stellt ja klar, dass es nicht weniger als 3 Tage und 3 Nächte sein würden und dass es nicht mehr als 3 Tage und 3 Nächte oder 72 Stunden sein würden, sondern genau 72 Stunden. Und er zitierte auch und definierte auch deutlich, was mit einem Tag und einer Nacht gemeint ist. In Johannes Kapitel 11 definiert er die Länge eines Tages, in anderen Worten, wenn es Licht ist, mit 12 Stunden. Johannes Kapitel 11 und Vers 9. Da sagt er nämlich, Jesus antwortete, hat nicht der Tag 12 Stunden. Wer bei Tag umhergeht, der stößt sich nicht, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wer aber bei Nacht umhergeht, Vers 10, der stößt sich, denn es ist kein Licht in ihm. Also der Tag, die Tagesspanne, wenn es Licht ist, dauert 12 Stunden. Und dann kommt die Nacht, wenn es also dunkel ist. Die dauert eben dann auch 12 Stunden, sodass ein Tag, natürlich wie wir das alle wissen, aus 24 Stunden besteht. Wir haben also dann bei 3 Tagen und 3 Nächten 72 Stunden. Und hat Christus das Zeichen erfüllt? Ist Christus wirklich so auferstanden, nach 72 Stunden, wie er gesagt hat? Oder hat er das Zeichen, das einzige Zeichen, dass er einem bösen und abtrünnigen Geschlecht gab, dass er der Messias war, nicht erfüllt? Nun, wenn er es nicht erfüllt hat, ist er nicht unser Messias. Dann können wir die Bibel aus dem Fenster schmeißen. Dann hat sie für uns keinerlei Wert. Schauen wir uns an, was der Engel den Frauen sagte, als Christus auferstanden war und als sie zum Grab kamen und ihn dort suchten. Matthäus Kapitel 28 und in Vers 6. Matthäus Kapitel 28 und Vers 6. In Vers 5, angefangen in Vers 5, wir lesen hier, der Engel sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht,
Ich weiß, dass er Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Vers 6. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Und was hat er gesagt? Er würde 3 Tage und 3 Nächte im Bauch der Erde sein und würde dann auferstehen. Und der Engel fährt fort zu sagen, kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Schauen wir uns auch einmal Matthäus Kapitel 27 an. In den Versen 62 bis 64. Denn die Menschen wussten genau, was Christus gesagt hat. Für die war da gar kein Zweifel. Die wussten, dass er gesagt hat, er würde nach 3 Tagen und 3 Nächten auferstehen. Und so lesen wir in Matthäus Kapitel 27, angefangen in Vers 62. Am nächsten Tag, der auf den Rüsttag folgt, kamen die Hohenpriester mit den Pharisäern zu Pilatus und sprachen, Herr, wir haben daran gedacht, dass dieser Verführer sprach, als er noch lebte, ich will nach 3 Tagen auferstehen. Darum befiehl, dass man das Grab bewache bis zum 3. Tag, damit nicht seine Jünger kommen und ihn stehlen und zum Volk sagen, er ist auferstanden von den Toten und der letzte Betrug ärger wird als der erste. Die verstanden, dass er gesagt hatte, er würde nach 3 Tagen auferstehen, nicht nach 1,5 Tagen. Nicht, wenn er am Freitag gekreuzigt worden wäre, dass er dann am Sonntag auferstünde. Da liegen keine 3 Tage und 3 Nächte dazwischen. Schauen wir uns auch Markus Kapitel 8 an. Markus Kapitel 8 und Vers 31. Christus fing an, sie zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Dann hat er allerdings auch etwas anderes gesagt. Und diejenigen, die jetzt befürworten, dass Christus an einem Freitag gekreuzigt wurde, an einem Sonntag auferstehen, die wenden sich zum Beispiel an die Stelle in Matthäus Kapitel 16. Matthäus Kapitel 16 und in Vers 21. Matthäus Kapitel 16 und Vers 21. Da lesen wir, seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, wie er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse, von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am 3. Tage auferstehen. Und die gleiche Redewendung findet sich auch in anderen Stellen, wie zum Beispiel in Matthäus 17, Vers 22 und auch in Lukas Kapitel 9, Vers 22. Wir sagen einige, aha, also am 3. Tag. Ist am Freitag gekreuzigt worden, das wäre der 1. Tag. Am Samstag der 2. Tag. Am Sonntag der 3. Tag. Ja, so wird das definiert. Aber Christus hat gesagt, nach 3 Tagen und 3 Nächten. Und dann hat er den Zusammenhang gesagt, am 3. Tag. Beide Entsprechungen müssen übereinstimmen. Wenn hier ein Widerspruch vorläge, können Sie wiederum die Bibel nehmen, aus dem Fenster schmeißen. Denn dann wäre die Bibel wertlos. Es kann kein Widerspruch vorhanden sein. Was ist also damit gemeint? Ich möchte hier einmal aus einem Kommentar vorlesen von Morgan Cockrell mit dem Titel 3 Days and 3 Nights oder 3 Tage und 3 Nächte. Und da wird Folgendes gesagt im April 1983 dem Redakteur des Berea Baptist Ban. Da schreibt er, es sei denn wir glauben, dass die Bibel Fehler enthält, so wissen wir, dass alle Schriftstellen miteinander harmonieren müssen. Deshalb muss nach 3 Tagen dasselbe bedeuten wie der 3. Tag. Kann also kein Widerspruch stehen. Nach 3 Tagen ist identisch mit der Formulierung am 3. Tag. Wenn der 3. Tag zu Ende ist, zu Abschluss des 3. Tages, bedeutet das gleiche wie nach 3 Tagen, es muss genau zum gleichen Zeitpunkt, zur gleichen Sekunde stattfinden. Sonst wäre eben ein Widerspruch vorhanden. So wollen wir uns einmal jetzt anhand der Bibel anschauen, wann Christus laut Bibel auferweckt worden ist. Und dann können wir natürlich auch dann 3 Tage und 3 Nächte zurückrechnen und wissen dann auch, wann der gekreuzigt wurde, wann er ins Grab gelegt wurde. Nun schauen wir uns einmal Matthäus Kapitel 28 an. Und die Verse 1 bis 6. Matthäus 28, die Verse 1 bis 6. Zunächst einmal in der Lutherbibel heißt es hier, als aber der Sabbat vorüber war und der 1. Tag der Woche anbrach. Das ist eigentlich eine sehr unglückliche Übersetzung, denn so steht es nicht im Griechischen aus verschiedenen Gründen. Ich möchte hier aus der Elberfelder Bibel vorlesen. Und da wird es wie folgt zitiert, Matthäus 28, die Verse 1 bis 6. Aber spät am Sabbat, in der Dämmerung des 1. Wochentags,
kam Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Ansehen war wie der Blitz, sein Kleid weiß wie Schnee. Aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote. Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht die Stätte, wo der Herr gelegen hat. Haben Sie das bemerkt, wie in Ihre Pferdebibel das übersetzt? Aber spät am Sabbat, in der Dämmerung des ersten Wochentages. Also der Sabbat ging zur Neige. Er war noch gar nicht vorüber. Der erste Wochentag begann heraufzudämmern. Nun, das ist nicht Sonntagmorgen, weil die Tage ja mit Sonnenuntergang beginnen und enden, laut hebräischem Kalender. Was wir hier lesen ist, dass die Frauen zum Grab kamen, zu Ende des Sabbats, als es begann dunkel zu werden, als der Sonntag, der erste Tag der Woche, begann. Es geht hier nicht um Sonntagmorgen, es geht hier um Samstagabend. Da war Christus, laut der Aussage des Engels, bereits auferstanden. Und wie ich sagte, Luther hat das so übersetzt, dass der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach. Aber selbst dann würde es hier ergeben, dass der Sabbat ja vorüber ist zu Ende des Sonnenuntergangs und der erste Tag der Woche beginnt mit der Dämmerung. Also selbst nach dieser Übersetzung hier geht es nicht um Sonntagmorgen, sondern um Samstagabend. Um es ganz deutlich zu machen, die Interlinear Literal Translation, mit anderen Worten die Übersetzung, die aus dem Griechischen in das Deutsche oder Englische dies übersetzt, und zwar wortwörtlich, Wort für Wort, übersetzt diese Stelle wie folgt. Nun, spät am Sabbat, als die Abenddämmerung begann, hin zum ersten Tag der Woche, kam Maria von Magdala. Auch hier wird deutlich davon gesprochen, dass es spät am Sabbat war, als die Frauen das erste Mal zum Grab kamen. Und da war bereits Christus auferstanden, als sie am Grab erschienen. Es gibt viele Kommentare, die wir hier in unserer Broschüre zitieren. Ich möchte nur kurz ein paar davon vorlesen, die das alles total richtig erkennen. A.G. Robertson's Harmony of the Gospel kommentiert. Diese Formulierung hat seinerzeit viel Kopfzerbrechen gemacht, aber der Gebrauch des umgangssprachlichen griechischen Koine rechtfertigt die Übersetzung, dass der Besuch der Frauen kurz vor Ende des Sabbats erfolgte, so gegen 18 Uhr. Cockrell, den wir eben schon zitiert haben, der schreibt, wann sagt die Bibel, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Die beiden Marias kamen zum Grab am Ende des Sabbats, Matthäus 28, Vers 1. Der Sabbat endet immer mit Sonnenuntergang, vom Abend an bis wieder zum Abend. Er zitiert 3. Mose 23, Vers 32. Dann gingen sie am Samstag noch vor Sonnenuntergang zum Grab. Jesus war schon vor ihrer Ankunft von den Toten auferstanden. Die Moffat-Bibel übersetzt, am Ende des Sabbats, als der erste Tag anbrach. Und wie gesagt, die Tage brachen an mit Sonnenuntergang. Die Lamsa-Bibel sagt, am Abend des Sabbattages, als der erste Tag der Woche anzubrechen begann. Die Menge-Bibel schreibt, allerdings nach Ablauf des Sabbats, aber schreibt dann doch, als der erste Tag nach dem Sabbat anbrechen wollte. Und dann noch die Zürcher Bibel. Nach dem Sabbat aber, als es zum ersten Tag der Woche aufleuchtete. Und dann schreiben hier in einem folgenden Zusatz, in einer Anmerkung, am Anfang des Tages galt bei den Juden der Sonnenuntergang. Der Ausdruck aufleuchtete deutet also nicht an, dass der Morgen anbrach, sondern dass die Lichter für den Abend angezündet wurden. Also auch die erkennen deutlich, und obwohl sie dann die Frage stellen, ob das hier in Matthäus 28, 1 so gemeint ist oder nicht, aber die erkennen an, dass wenn es heißt, der Sabbat leuchtete auf oder der Wochentag, der erste Tag der Woche leuchtete auf, kann sich dies darauf beziehen, dass man eben die Kerzen anzündete, weil es eben dunkel wurde. Aus dem Gesagten ergibt sich also, dass Christus nicht am Sonntagmorgen auferstanden sein kann, weil er bereits am Samstagabend, als es dunkel wurde, auferstanden war. Und wie gesagt, viele haben das über die Jahrhunderte hinweg verstanden. Ich möchte jetzt einen Kommentar vorlesen von The Easter Sermons of Gregory of Nyssa, also die Osterpredigten sogar von diesem Gregory von Nyssa.
Und der wird hier wie folgt zitiert. Das einzige Zeugnis hinsichtlich der Zeit der Auferstehung wird in Matthäus 28, 1 gegeben. Und es wird zitiert, spät am Sabbat. Das bedeutet, erklärt Gregory, dass es schon spät am Abend war, als der Engel kam. Matthäus allein bezeugt die Stunde der Auferstehung am Samstagabend. Dann nochmal dreimal gesagt, die Zeit der Auferstehung ist gemäß Matthäus 28 am Samstagabend, die Zeit der Auferstehung war spät am Sabbat. Nun, einige sehen das natürlich anders und die meinen, Christus sei am Sonntagmorgen auferstanden, ignorieren diese Stelle hier Matthäus 28, Vers 1, weil sie ja eine Sonntagmorgen-Auferstehung aus gewissen Gründen predigen wollen. Aber zunächst einmal noch eine Bemerkung, gehen wir zurück zu Matthäus 28, Vers 1. Da heißt es also, wie gesagt, nach Luther hier, als der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach. Das Wort für vorüber oder die Lutherbibel oder vielmehr die Elberfelder Bibel sagt spät am Sabbat. Das ist das griechische Wort opse. O-P-S-E. Und dieses Wort hat keineswegs die Bedeutung von vorüber. Es hat die Bedeutung von am Abend. Es geht nicht um den Morgen, es geht um den Abend. Schauen wir uns einmal Matthäus Kapitel oder vielmehr Markus Kapitel 13 an. Markus Kapitel 13 und Vers 35. Dann schauen wir uns an, wie hier das Wort Opse übersetzt wird. Markus 13, Vers 35. Christus sagt, so wacht nun. Denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob am Abend, Opse im Griechischen, das gleiche Wort, was in Matthäus 28 gebraucht wird, oder zur Mitternacht oder um den Hahnschrei oder am Morgen. Hier wird das Wort also mit am Abend übersetzt. In Markus Kapitel 11 und Vers 19 wird es ähnlich übersetzt. Markus 11 und Vers 19, wo wir lesen, und abends gingen sie hinaus vor die Stadt. Auch hier ist das Wort für abends, opse. Also wenn die Frauen zum Grab kamen, oder als sie zum Grab kamen, handelt es sich um den Abend, nicht den Morgen. Es handelt sich um den Abend, als der Sabbatabend vorübergehend war, will ich einmal sagen. Und andere Schriftstellen bestätigen, dass Christi Auferstehung lange vor Sonntagmorgen stattgefunden hat. Zum Beispiel schauen wir uns Johannes Kapitel 20 an. Johannes Kapitel 20 in Vers 1. Johannes Kapitel 20 und Vers 1. Auch das ist eine Stelle, die hier sehr unglücklich übersetzt wird. Und die von daher auch zu Missverständnissen Anlass gegeben hat. Da heißt es, am ersten Tag der Woche, der Sonntag, wie wir das heute sagen würden, aber der beginnt ja zu Sonnenuntergang. Am ersten Tag der Woche kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster war, zum Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weg war. Also Luther übersetzt hier, die kam früh, als es noch finster war, zum Grab. Also auf alle Fälle zunächst einmal war es finster. Also das ist klar. Also als sie zum Grab kam, da war es dunkel. Die kam also nicht Sonntagmorgen, als es bereits schon hell war, wie das so die orthodoxe Christenheit uns lehrt. Die kam also mit Sicherheit, als es noch dunkel war, als es dunkel war, als es finster war. Aber wie gesagt, das Problem ist hier, dass das Wort für noch, als es noch finster war, eine unglückliche Übersetzung ist. Im Griechischen steht das Wort eti. E-T-I. Und es hat die Bedeutung von mehr oder weiter. Mehr oder weiter. Schauen wir uns zum Beispiel Hebräer Kapitel 11 an. Und Vers 32. Hebräer Kapitel 11 und Vers 32. Was soll ich noch mehr sagen? Schreibt Paulus hier. Das ist das Wort, das wir hier gerade gelesen haben. Was soll ich noch mehr sagen? Also Maria kam zum Grab, als es noch mehr dunkler war. Oder im Deutschen, um es besser auszudrücken, die kamen zum Grab, als es dunkler wurde. Es war also Samstagabend und es wurde jetzt zunehmend dunkler, als sie zum Grab kam. Am Samstag. Wie wir das heute sagen würden, Samstagnacht.
Der erste Tag der Woche hatte bereits begonnen. Es war ja der Sonntag, der ja zum Sonnenuntergang begann. Und so wurde es jetzt noch mehr und mehr dunkler. Da kam die Maria zum Grab. Es geht nicht darum, dass sie früh am Morgen zum Grab kam, als es noch dunkler war. Sie kam zum Grab am Abend, als es dunkler wurde. Okay. Nun schauen wir uns einmal an, was damit gemeint ist, wie Johannes hier, oder vielmehr die Lutherbibel hier, Johannes 20, Vers 1 übersetzt. Sie kam früh. Wieso heißt es jetzt früh? Ich will das richtig übersetzen, als es dunkler wurde zum Grab. Was ist mit dem Wort früh gemeint? Nun, schauen wir uns Lukas Kapitel 24 und Vers 1 an. Lukas Kapitel 24 und Vers 1. Hier wird die gleiche Aussage getroffen. Da ist am ersten Tag der Woche, sehr früh, kamen sie zum Grab und trugen bei sich wohlriechende Öle, die sie bereitet hatten. Sehr früh. Auch diese Passage, wie die in Johannes Kapitel 20, bezieht sich aller Wahrscheinlichkeit nach nicht auf den Sonntagmorgen, selbst wenn es noch dunkel gewesen wäre, sondern wiederum auf eine Zeitspanne Samstagnacht. Denn World Studies in the New Testament von Vincent Martin erklärt, dass der Ausdruck, sie kamen am ersten Tag der Woche sehr früh, wortwörtlich zur tiefen Dämmerung bedeutet oder die Dämmerung, die dunkel war. Und er fährt dann fort zu sagen, Plutarch sagt über Alexander, dass dieser bei tiefer Dämmerung aß, das heißt spät in der Nacht. Also auch hier sehen wir, dass es nicht um Sonntagmorgen geht, sondern um Samstagabend. Aber in jedem Fall, ob Sie das anerkennen wollen oder nicht, geht es hier nicht um den Zeitpunkt seiner Auferstehung. Es geht um den Zeitpunkt, als die Frauen zum Grab kamen. Und er war bereits auferstanden, als sie zum Grab kamen. Wenn Sie diese Stellen hier in Lukas auf Sonntagmorgen, wenn auch in der Dunkelheit, beziehen wollen. Nun, einige sagen, ja, aber Markus 16 und Vers 9 beweist uns, dass Christus am Sonntagmorgen auferstanden ist. Schauen wir uns Markus Kapitel 16 und Vers 9 nochmal an. Markus Kapitel 16 und Vers 9. Aber wie ich sagte, alles dies würde ja im Widerspruch stehen zu Matthäus 28, wo es heißt, spät am Sabbat, als der erste Tag der Woche begann, da war Christus bereits auferstanden. Die Stelle macht es deutlich, wann er auferstand. Aber schauen wir uns trotzdem Markus Kapitel 16, Vers 9 an. Das ist die Stelle, die immer wieder zitiert wird, um zu beweisen, Anführungszeichen, dass Christus am ersten Tag der Woche auferstand. Da heißt es, als aber Jesus auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche, da erschien er zuerst Maria von Magdala, von der er sieben böse Geister ausgetrieben hatte. Also hier steht doch deutlich, dass Jesus Christus auferstanden war am ersten Tag der Woche. Sagen einige. Tja, das Problem liegt wiederum hier, wie Sie sich denken können, bei einer Fehlübersetzung. Zunächst einmal, im Griechischen gibt es nirgendwo Kommas. Kommas wurden erst viel, viel später eingeführt. Im Griechischen, als dieser Text geschrieben wurde, da gab es keine Kommas. Das Original im Griechischen lautet, und ich zitiere jetzt wiederum wortwörtlich aus dem griechischen Original. Nun bereits auferstanden, früh, ersten der Woche erschien er zuerst Maria von Magdala. Man hat dann in eckige Klammer gesetzt, nun bereits auferstanden, früh am ersten und dann auch wiederum Tag in eckige Klammer der Woche. Also noch einmal gesagt, wie es wortwörtlich im Griechischen steht, nun bereits auferstanden, früh am ersten Tag der Woche erschien er zuerst Maria von Magdala. Was diese Stelle beschreibt, ist keineswegs den Zeitpunkt seiner Auferstehung, sondern den Zeitpunkt, als er Maria von Magdala erschien. Mit anderen Worten, wie auch Cockerill es hier zitiert, Markus Kapitel 16, Vers 9 erzählt uns von Jesu ersten Erscheinen gegenüber Maria von Magdala, früher am ersten Tag der Woche, dem Samstag nach Sonnenuntergang. Je früher nach Sonnenuntergang dies geschah, desto früher war er am ersten Tag der Woche. Bedenken wir, dass das originale griechische Manuskript keine Satzzeichen kennt. Die Formulierung früh am ersten Tag der Woche steht im Zusammenhang mit der Zeit des Erscheinens Christi, nicht mit dem Zeitpunkt der Auferstehung. Wenn nämlich das Kommen an einer anderen Stelle gesetzt wird, nämlich nach dem Wort auferstanden, dann liest sich das Ganze total anders. Und das ist auch nach dem griechischen Urtext ganz richtig.
nun bereits auferstanden, Komma, früh am ersten Tag der Woche erschien er zuerst Maria von Magdalena. Oder im besseren Deutsch, als er nun bereits auferstanden war, erschien er früh am ersten Tag der Woche zuerst Maria von Magdalena. Es geht also nicht um den Zeitpunkt seiner Auferstehung, sondern den Zeitpunkt, zu dem er Maria von Magdala erschien. Und das war früh am ersten Tag der Woche. Nun, Sie können auch eine weitere Erklärung hier angeben, um dieses deutlicher zu machen. Zum Beispiel, stellen Sie sich einmal vor, Sie wären für eine Weile krank, aber Sie würden an einem Montagabend, sagen wir mal, wieder gesund werden. Sie besuchen Ihre Freunde dann ein paar Stunden später zum ersten Mal seit einigen Tagen. Man könnte die Situation korrekt wie folgt beschreiben. Als Sie früh am Dienstagmorgen gesund waren, besuchten Sie Ihre Freunde. Also diese Darstellung sagt uns nicht, wann Sie gesund geworden sind. Sie sagt uns, dass als Sie gesund waren, besuchten Sie Ihre Freunde. Das gleiche liegt hier vor. Die Stelle sagt uns nicht, wann Christus auferstanden ist. Sie sagt uns, als er auferstanden war, wann immer das gewesen ist, besucht er dann früh am ersten Tag der Woche die Maria von Magdala. George Carlo hat einen Kommentar abgefasst im Jahr 1847. Und da schrieb er Folgendes. Jesus musste am Abend auferstehen, um die festgelegte Zeit zu beenden, während der Tod im Grabe liegen würde. Diese Zeitspanne wurde von Christus feierlich bekannt gegeben. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Es ist also vernünftig zu glauben, dass, da man Christus am Kreuz sterben sah, noch bevor der Tag zu Ende war, er also auch auferstanden sein musste, noch bevor der dritte Tag sich zum Ende neigte. Dass also die Auferstehung rechtzeitig stattfand. Jesus Christus ist am Abend von den Toten auferstanden, als der Sabbat endete. Er wurde ins Grab gelegt, wie er hier schreibt, noch bevor der Tag zu Ende ging. Und 3 Tage und 3 Nächte später ist dann natürlich der Abend und nicht der Morgen am nächsten Tag. Nun schauen wir uns Markus, da wir im Buch Markus sind, Kapitel 16 und Vers 2 an. Hier wird allerdings deutlich, dass etwas am Sonntagmorgen geschah. Da heißt es nämlich, und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche sehr früh, als die Sonne aufging. Also da ist jetzt keine Frage, die Frauen kamen hier an dieser Stelle zum Grab sehr früh am Sonntagmorgen, als die Sonne aufging. Also bei Sonnenaufgang, nicht bei Sonnenuntergang, sondern bei Sonnenaufgang. Was ist das, wie ist das jetzt zu verstehen? Widersprechen sich diese Stellen hier? Einige Stellen sagen, die Frauen kamen zum Grab am Abend des Sabbats. Diese Stelle sagt hier, die kamen zum Grab sehr früh, als die Sonne aufging, am Sonntagmorgen. Nun, die Erklärung ist eigentlich sehr einfach. Es geht hier nicht um die gleichen Besuche. Es geht hier nicht um die gleichen Frauen. Verschiedene Besuche fanden statt und verschiedene Frauen gingen zu gewissen Zeiten zum Grab. Zum Beispiel in Matthäus 28, Vers 1 lesen wir, dass die Frauen kamen, nur das Grab zu sehen. In Markus 16, Vers 1 und in Lukas 24, Vers 1 lesen wir, die Frauen kamen, um Christus einzusammeln. Eine ganz andere Zweckorientierung. Es war nicht der gleiche Besuch, es waren noch nicht einmal die gleichen Frauen. Es werden nämlich andere Frauen erwähnt, wie zum Beispiel in Markus 28, Vers 1 wird von Maria Magdala gesprochen. Markus 16, Vers 1 beschreibt unter anderem auch Salome, die wird bei Matthäus gar nicht erwähnt. Lukas Kapitel 24 identifiziert die Frauen nicht einmal, spricht nur von verschiedenen Frauen. Deutet aber auf eine Vielzahl von Frauen hin. Also nicht nur Maria Magdala, nicht nur die andere Maria, nicht nur Salome, sondern scheinbar mehrere noch. Johannes 20 und Markus 16 erwähnen nur Maria von Magdala. Also um keine Widersprüche hier vorzubringen, ergibt sich deutlich, dass es sich da um verschiedene Besuche handelte, wie wir das auch nachher noch sehen werden. Und es waren noch nicht einmal die gleichen Frauen. Also hier in Markus Kapitel 16, Vers 2 war es in der Tat ein Besuch früher Morgen am Sonntag. Aber andere Frauen hatten Christus oder vielmehr das Grab bereits am Samstagabend aufgesucht und da war Christus bereits schon auferstanden. Eine weitere Stelle, die wir kurz noch anführen wollen, die auch ein angeblicher Widerspruch ist, findet sich in, fangen wir mit Matthäus 28 an und Vers 9. Das wird auch immer wieder erwähnt. Matthäus 28 und Vers 9. Da lesen wir,
dass der auferstandene Christus zwei Frauen begegnet. Maria von Magdala und die andere Maria. Oder genau genommen ist das auch nicht mal gesagt, also ich will mal so sagen, er begegnet zwei Frauen. Und da heißt es in Vers 9, und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Also die umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Jetzt schauen wir uns Johannes Kapitel 20 und Vers 17 an. Johannes Kapitel 20 und Vers 17. Hier wird jetzt von Maria Magdala gesprochen. Und Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an. Also an der einen Stelle umfassten die Frauen seine Füße. An dieser Stelle heißt es, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater und zu meinem Gott und zu eurem Gott. Also an der einen Stelle berühren sie ihn und an der anderen Stelle berühren sie ihn nicht, wird gesagt. Und dann wird dann die ganze Bibel in Zweifel gezogen und gesagt, naja, das ist also dann hier ein Widerspruch. Nun, wenn ein scheinbarer Widerspruch auftritt, dann ist es immer wichtig, einmal sich anzuschauen, was für Worte eigentlich benutzt werden hier. Und hier in der Tat werden total verschiedene Worte benutzt in beiden Stellen. Die Ryrie Study Bible, ein englischer Kommentar, sagt uns Folgendes. In Johannes 20, Vers 17 sollte es heißen, halte mich nicht so lange fest oder hänge dich nicht an mich. Die Idee ist, um ihn zu hindern oder aufzuhalten. Aber in der Parallelstelle von Matthäus geht es darum nicht. In Matthäus ging es darum, dass die Frauen ihn berührten wollten, um Trost zu erhalten, um sich zu vergewissern, dass er es wirklich war. Aber Maria von Magdala in Johannes Kapitel 20, die wollte sich an ihm festhalten und sie weigerte sich, ihn loszulassen. Und deswegen sagt Christus zu ihr, halte mich nicht auf, ich bin noch nicht zu meinem Vater in den Himmel gefahren. Da Christus also am Samstagnachmittag auferweckt wurde, kurz vor Sonnenuntergang, nachdem er 3 Tage und 3 Nächte im Grabe war, musste er an einem Mittwochnachmittag dann getötet worden sein, wenn wir die 3 Tage und 3 Nächte zurückverfolgen wollen. Wer lehrt die Kreuzigung Christi am Mittwoch? Die meisten haben davon noch nie etwas gehört. Sie gehen davon aus, Christus war an einem Freitag gekreuzigt worden und gehen dann davon aus, dass Christus an einem Sonntagmorgen, als es bereits schon hell war, auferweckt worden ist. Aber wie gesagt, wenn er das getan hätte, dann hätte er nicht die 72 Stunden erfüllt, er wäre nicht unser Messias und er wäre nicht unser Heiland und sie könnten die Bibel aus dem Fenster schmeißen. Cockrell schreibt Folgendes zu dieser Frage. Gemäß der Bibel wurde Jesus Christus noch vor Sonnenuntergang am Samstag wieder auferweckt. Im Hinblick auf Matthäus 28, Vers 1 wird gezeigt, dass Jesus aus dem Grab kam, als der Sabbat zu Sonnenuntergang endete und der erste Tag der Woche begann. Dies würde also die Kreuzigung auf den Mittwoch kurz vor Sonnenuntergang verlegen. Gemäß der Autoren der Evangelien verstarb Jesus zur 9. Stunde, also um 15 Uhr, und wurde noch am selben Tag zu Sonnenuntergang begraben. Wenn Jesus bei Sonnenuntergang am Mittwoch begraben wurde und bei Sonnenuntergang am Samstag auferstanden ist, hat er das Zeichen von Jona erfüllt. Er wäre Mittwochnacht, Donnerstagnacht und Freitagnacht im Grabe gewesen, volle 3 Nächte. Er wäre während des Tages am Donnerstag, Freitag und Samstag im Grabe verblieben, volle 3 Tage. Zusammen genau 3 Tage und 3 Nächte. Somit haben wir eine wortwörtliche Erfüllung des Wortes von Christus in Matthäus 12 und Vers 40. Aber wie sieht es damit aus? Gibt es Kommentare, gibt es Autoren, gibt es Annalen, die uns bestätigen, dass Christus in der Tat an einem Mittwoch gekreuzigt wurde? Sagt die Bibel etwas hierzu? Der folgende Kommentar von Donald Gray Barnhouse, der im Juni 1958 veröffentlicht wurde, sagt uns Folgendes. Frühe christliche Traditionen, bescheinigt von der Didascalia Apostolorum sowie von Epiphanius und Victorianus von Petau, der im Jahre 304 nach Christus lebte, bezeichnen den Dienstagabend als die Zeit, zu der das letzte Abendmahl, das Passamahl, stattfand und beschreiben ein Fasten am Mittwoch, um der Gefangennahme und anschließendem Verhör und Kreuzigung von Christus zu gedenken. Also bereits im Jahre 304 nach Christus haben wir Aufzeichnungen, die uns sagen, dass Christus an einem Mittwoch gekreuzigt wurde.
Eine weitere Aussage von Pettingill, der schreibt in Bible Questions Answered: Für uns ist es vollkommen offensichtlich, dass die Kreuzigung an einem Mittwoch stattfand. Francis Dick schreibt in Dick's Annotated Reference Bible: Christus war für ganze 3 Tage und ganze 3 Nächte tot. Er wurde an einem Mittwoch genau vor Sonnenuntergang ins Grab gelegt und wurde am Ende des Samstags vor Sonnenuntergang wieder auferweckt. Nun, ich möchte hierzu behaupten und betonen, dass keine von diesen Kommentaren, die ich hier vorlese, in irgendeiner Form etwas mit der Kirche Gottes zu tun haben. Das sind also nicht unsere Leute, die das irgendwie so erklären wollen. Das sind Zitate, die Sie von sogenannten weltlichen christlichen Kommentaren überall in der Welt finden können. Hier ist ein anderer: Turing, Difficulties and Alleged Errors and Contradictions. Der Tag, an dem Christus gekreuzigt wurde, war Mittwoch. Das wurde im Jahr 1907 geschrieben. Alles in der Schrift harmoniert perfekt mit dem Mittwoch als Tag der Kreuzigung. Es ist erstaunlich, wie viele prophetische und klassische Schriftstellen des Alten Testaments erfüllt werden und wie viele scheinbare Widersprüche in den Geschichten der Evangelien klargestellt werden, wenn wir zu dem Verständnis gelangen, dass Jesus an einem Mittwoch und nicht an einem Freitag gestorben ist. George Cowell, habe ich eben bereits schon zitiert, der im Jahr 1840 herumschrieb, der schreibt: Christus wurde gekreuzigt und starb Mittwoch. Am Ende des Tages, an dem unser gesegneter Jesus begraben wurde, von diesem Tage bis zum Ende des 7. Tages des Sabbats waren es 3 Tage und 3 Nächte, die Zeitspanne, die unser Herr vorhergesagt hatte, die er im Grabe liegen würde. James Walter schreibt in die Chronologie der Passionswoche im Journal für biblische Literatur im Jahre 1958. Hinweise in der Didaskalia, in Epiphanius, in Victorianus von Petau unterstützen das Datieren des Passa auf den Dienstag und die darauffolgende Gefangennahme von Jesus auf die Morgenstunden des Mittwochs. Und wenn das nicht genügt, hier ein anerkanntes Werk, die Companion Bible, die schreibt im Anhang 156, dass Christus an einem Mittwoch gekreuzigt wurde. Also sehr viele haben eigentlich das erkannt. Das orthodoxe Christentum lehnt dies ab, unter anderem auch deshalb, weil, wie wir wissen, viele Heiden einen heidnischen Gott verehrten, einen Sonnengott, der laut Legende an einem Freitag gekreuzigt wurde, an einem Sonntag auferstand, der am 25. Dezember geboren worden ist, der Sonnengott Mithra der Perser, der Sonnengott Attis anderer Völkerschaften. Man kann weit genug zurückgehen und kann sich dann sogar auf Baal aufstellen, den Sonnengott im Alten Testament. Und die Idee war eben die, jetzt die Heiden, die schon an eine Kreuzigung am Freitag und eine Auferstehung am Sonntag glaubten, in die christliche Kirche hineinzubringen. Und dann einfach gesagt, okay, wir verwenden also diese Ideen und wenden sie auf Christus an. Und dann haben die Protestanten natürlich der katholischen Kirche Folge geleistet, wollten dann aber natürlich auch ein bisschen biblisch das begründen. Und dann haben sie auf folgende Stelle sich abgestellt: Johannes Kapitel 19, die Verse 30 bis 42. Und das ist die Stelle, wenn überhaupt jemand die Bibel zitieren will, die wird immer wieder angeführt, um zu zeigen, dass Christus an einem Freitag gekreuzigt sein muss. Nun schauen wir uns die Stelle an. Johannes Kapitel 19, angefangen in Vers 30. Hier wird die Kreuzigung Christi beschrieben. Das heißt, als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Weil es aber Rüsttag war, Vers 31, und die Leichname nicht am Kreuz bleiben sollten, den Sabbat über, denn dieser Sabbat war ein hoher Festtag, da baten die Juden Pilatus, dass ihnen die Beine gebrochen und sie abgenommen würden, und da kamen die Soldaten und brachten dem ersten die Beine und auch dem anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen da sahen und sahen, dass er schon gestorben war, da brachen sie ihm die Beine nicht, sondern, wie ich das jetzt in einer kürzlichen Sendung klargestellt habe, es sollte heißen, sondern einer der Soldaten hatte mit dem Speer in seine Seite gestochen. Und zugleich waren Blut und Wasser herausgekommen. Es geht nicht darum, dass er ihn gestochen hatte, als er bereits tot war. Durch seinen Stich wurde Christus getötet. Aber darum geht es mir jetzt nicht, es geht um was anderes. Vers 35, und der das gesehen hat, der hat es bezeugt, unser Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit auch ihr glaubt. Und was ist geschehen? Damit die Schrift erfüllt würde, ihr sollt ihm kein Bein brechen. Und wiederum sagt die Schrift an einer anderen Stelle, sie werden den sehen, den sie durchbohrt haben. Nun, es geht hier in Vers 31 um den Rüsttag. Es heißt,
Die Leichname sollten nicht am Kreuz bleiben, über den Sabbat. Und jetzt sagen einige, aha, also der Sabbat, das ist ja die Zeitspanne von Freitagabend bis Samstagabend. So muss also Christus an einem Freitag gekreuzigt worden sein, denn er sollte ja nicht am Sabbat am Kreuz hängen. Was sie nicht sehen, ist die Tatsache, dass es hier heißt in Vers 31, weil es Rüsttag war und die Leichname nicht am Kreuz bleiben sollten, den Sabbat über, denn dieser Sabbat war ein hoher Festtag. Was ist mit einem hohen Festtag gemeint? Die Bibel spricht sowohl von dem wöchentlichen Sabbat, als auch von den jährlichen heiligen Festtagen als Sabbate. In dieser Woche gab es, wenn man so will, zwei Sabbate. Es gab zunächst einmal den wöchentlichen Sabbat, von Freitagabend bis Samstagabend. Es gab aber auch den ersten Tag der ungesäuerten Brote, der war auch ein Sabbat. Und er wird hier als ein hoher Festtag beschrieben. Christus wurde also nicht an einem Freitag gekreuzigt vor dem wöchentlichen Sabbat, sondern er wurde an dem Mittwoch gekreuzigt, als der jährliche Sabbat, der Tag der ungesäuerten Brote, anbrechen würde, nämlich Mittwochabend. Es geht also hier um den jährlichen Festtag. Die Elberfelder Bibel schreibt hierzu, dass es sich um einen Sabbat völliger Ruhe handelt und dass der Rüsttag, der hier angesprochen wird, sich entweder auf den Wochentag oder auf einen hohen Festtag beziehen kann. Man muss also aus dem Zusammenhang sehen, was hier mit Rüsttag gemeint ist. Nun schauen wir uns an, was hier mit Rüsttag gemeint ist. Johannes Kapitel 19, Vers 14. Was war dieser Rüsttag? War es der Rüsttag bezüglich des wöchentlichen Sabbats? Es heißt hier in Vers 14, es war aber ein Rüsttag für das Passafest. Um die sechste Stunde, das Passafest. Der Festtag war der erste Tag der ungesäuerten Brote. Christus wurde also vor Beginn des Festtages, des ersten Tages der ungesäuerten Brote, gekreuzigt und ins Grab gelegt. Cockrell schreibt Folgendes. Der erste Tag der Passawoche, egal auf welchen Tag er fiel, war immer ein jährlicher Sabbat. Die Bibel stellt klar und deutlich fest, dass Jesus an dem Rüsttag, das ist der Tag vor dem Sabbat, gekreuzigt und beerdigt wurde. Und er zitiert ja auch noch Markus Kapitel 15 und Vers 42. Schauen wir uns die Stelle auch noch kurz an. Markus Kapitel 15 und Vers 42. Auch hier wird definiert, was mit dem Rüsttag hier gemeint ist. Markus 15, Vers 42. Als es schon Abend wurde und weil Rüsttag war, das ist der Tag vor dem Sabbat. Aber wie gesagt, es ist nicht unbedingt gesagt, dass es der Tag vor dem wöchentlichen Sabbat war. Es kann auch der Tag vor dem jährlichen Sabbat gewesen sein. Und in diesem Fall war natürlich damit der Tag vor dem jährlichen Sabbat gemeint. Denn sonst hätten wir wiederum den Widerspruch, dass Christus nicht drei Tage und drei Nächte im Grabe geblieben wäre. Cockrell fährt also fort zu schreiben. Johannes sagt uns, es war am Rüsttag für das Passafest. Es war der Vorbereitungstag, um den Passa-Sabbat zu halten. Den jährlichen Sabbat, der immer auf den 15. Tag des ersten Monats fällt. Johannes 19,31 fügt hinzu, denn dieser Sabbat war ein hoher Festtag. Seine Besonderheit lag darin, dass er der jährliche Sabbat des Passafestes war. Also nicht nur wir zeigen dies deutlich. Es gibt auch genug Kommentare, die dies bestätigen. Aber es gibt noch einen weiteren Beweis, dass in dieser Woche zwei Sabbate existieren. Der wöchentliche Sabbat und der jährliche Sabbat. Kehren wir zu Matthäus Kapitel 28 und Vers 1 zurück. Matthäus Kapitel 28 und Vers 1. Und wenn das ein wenig viele Informationen sind, dann können Sie gerne auf unsere Webseite gehen. Auf postenstehen.de. Und da ist diese ganze Broschüre gepostet. Jesus Christus, ein großes Geheimnis. Und wie gesagt, Sie können in aller Ruhe dies noch einmal nachlesen und sich die Stelle noch einmal anschauen, die das alles hier deutlich macht. Matthäus 28, Vers 1. Da heißt es, wie wir eben schon gelesen hatten, als aber der Sabbat vorüber war, wie es unter gesagt, oder zu Ende des Sabbats, und der erste Tag der Woche anbrach. Nun, auch hier will ich das jetzt behandeln.
wird das unglücklich übersetzt. Wiederum ein Zitat von Cockrell, der schreibt: Matthäus macht es deutlich, dass zwei Sabbate vergangen waren, nachdem Jesus gekreuzigt wurde. Die King James Bible oder auch die Lutherbibel hier gibt dies wie folgt wieder: Am Ende des Sabbats oder hier sogar nach dem Sabbat, als es anfing dunkel zu werden und der erste Tag der Woche anbrach, da kam also Maria und so weiter, um das Grab zu sehen. Er schreibt hier, fast alle Übersetzer haben sich erlaubt, diesen Vers in Anführungszeichen traditionsgemäß zu übersetzen. Im griechischen Text steht jedoch nicht Sabbat, sondern Sabbate, im Genitiv und im Plural. Korrekt übersetzt würde der Vers wie folgt lauten: Am Ende der Sabbattage, Plural. Dies gestattet die Existenz eines jährlichen Sabbats am Donnerstag und eines regulären Sabbats am Samstag. Die Fenton Bible schreibt, es soll heißen nach den Sabbaten. Und die Fußnote besagt, das griechische Original ist im Plural, Sabbate. Alfred Marshall's Parallel New Testament in Greek and English übersetzt ebenfalls diese Klausel als nach den Sabbaten. Im Griechischen steht in dem Absatz für das Wort Sabbat das Wort Sabbata. Und das Wort Sabbata ist eine Pluralform des singularen Wortes Sabbaton. Aber hier steht nicht Sabbaton, hier steht Sabbata. Es ist eine plurale Bezeichnung. Die Elberfelder Bibel schreibt zum Beispiel an einer anderen Stelle, in Matthäus Kapitel 12 und Vers 10, auch das übersetzt Luther falsch, aber ich will das nur anführen hier, Matthäus Kapitel 12 und Vers 10. Zunächst einmal schreibt Luther: Und siehe, da war ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie fragten ihn und sprachen, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen, damit sie ihn verklagen können. Aber im Griechischen steht nicht am Sabbat. Da steht auch wiederum das plurale Wort Sabbata. Und die Elberfelder Bibel übersetzt richtig hier, ist es erlaubt, an den Sabbaten zu heilen. Zumindest haben sie das in einer Fußnote. Lukas Kapitel 4, Vers 31, ich nehme ein weiteres Beispiel. Lukas Kapitel 4 und Vers 31. Da heißt es hier wiederum in der Lutherbibel übersetzt: Und er ging hinauf nach Kapernaum, eine Stadt in Galiläa, und lehrte sie am Sabbat. Hat er sie nur an einem Sabbat gelehrt. Die Elberfelder-Bibel schreibt, lehrte sie an den Sabbaten. Denn im Griechischen steht in der Tat das Wort Sabbata, das plurale Wort. Aber schauen wir uns auch Apostelgeschichte 17 und Vers 2 an, die übersetzt sogar auch Luther richtig. Apostelgeschichte 17 und Vers 2, aber da konnte er es nicht alles übersetzen. Da heißt es nämlich wie folgt: Nun, ich wage zu behaupten, aber ich mag hier kein Urteil abgeben, aber ich wage zu behaupten, dass Luther es eigentlich besser wusste. Er hat ja auch klar und deutlich gesagt, dass an und für sich der Sabbat zu halten sei, laut Bibel, aber um einen unnötigen Aufruhr zu vermeiden, sollte es bei der Beibehaltung des Sonntags bleiben. Aber hier konnte er nicht anders, und so übersetzt er auch richtig in Apostelgeschichte 17, Vers 2. Wie nun Paulus gewohnt war, ging er zu ihnen hinein und redete mit ihnen an drei Sabbaten von der Schrift. Wiederum das griechische Wort Sabbata deutlich, wird hier der Plural gebraucht. Aber es gibt noch ein weiteres Beispiel, und das übersetzt Luther natürlich wieder mal total verkehrt. Aber es heißt hier in Apostelgeschichte 16, Vers 13. Apostelgeschichte 16, Vers 13. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor die Stadt an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte, und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Also übersetzt hier am Sabbattag, als ob das hier lediglich ein Sabbattag wäre. Und im Griechischen steht wiederum hier das Wort Sabbata im Plural. Und so sollte es hier übersetzt richtig heißen, sie gingen an den Sabbaten hinaus. Nun, welche Sabbate sind hier gemeint? Zu welchem Zeitpunkt gingen sie hinaus? Es war zum Zeitpunkt des Pfingstfestes. So hatten wir also hier den wöchentlichen Sabbat. Und so hatten wir dann den jährlichen Sabbat, der dann zu Pfingsten auf einen Sonntag fällt. Wir hatten also hier auch wiederum zwei Sabbate. Und das Gleiche finden wir in Matthäus Kapitel 28 und Vers 1. Da wird auch von Sabbaten gesprochen, nicht nur von einem. Ein Beweis, dass hier in der Kreuzigungswoche eben auch zwei Sabbate gab. Der wöchentliche Sabbat und aber auch der jährliche Sabbat. Und beide waren zu dem Zeitpunkt schon fast vorüber, als die Frauen zum Grab kamen.
Und es gibt noch einen weiteren Beweis, dass es in dieser Kreuzigungswoche zwei Sabbate gegeben haben muss. Und schauen wir uns das auch noch kurz an. In Markus Kapitel 16 und Vers 1. Markus Kapitel 16 und Vers 1. Dann werden Sie mich fragen, warum das alles so nicht im traditionellen Christentum gelehrt wird. Dann ist Ihre Antwort so gut wie meine. Es heißt hier Markus Kapitel 16 und Vers 1. Als aber der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Also hier, als der Sabbat vergangen war, da kauften sie Öle. Als der Sabbat vergangen war, kauften sie Öle. Okay? Als der Sabbat vergangen war, kauften sie Öle. So, jetzt schauen wir uns Lukas Kapitel 23 an. Lukas Kapitel 23. Also als der Sabbat vergangen war, kauften sie Öle. Letzt Lukas 23, die Verse 54 bis 56. Und es war Rüsttag, der Sabbat brach an. Es folgten aber die Frauen nach, die mit ihm gekommen waren. Wir wissen jetzt, dass der Rüsttag, der Tag ist vor dem jährlichen Sabbat. Der Sabbat, der anbrach, war der jährliche Sabbat. Aber schauen wir uns das an. Es folgten aber die Frauen nach, die mit ihm gekommen waren aus Galiläa und beschauten das Grab und wie sein Leib hineingelegt wurde, Vers 56. Sie kehrten aber um und bereiteten wohlriechende Öle und Salben. Und den Sabbat trugen sie nach dem Gesetz. Sehen Sie den Widerspruch, wenn hier nur ein Sabbat in der Woche existiert hätte? Die eine Stelle sagt, als der Sabbat vergangen war, da kauften sie Öle. Diese Stelle sagt, dass sie nach dem Sabbat die Öle kauften, oder vielmehr, dass sie noch vor dem Sabbat, ich soll so sagen, noch vor dem Sabbat die Öle bereiteten und dann während des Sabbats ruhten. Ich zitiere aus unserer Broschüre. Haben Sie den anscheinenden Widerspruch bemerkt, wenn man an der Idee festhält, dass es während der Kreuzigungswoche nur einen Sabbat gab, den wöchentlichen Sabbat? Markus 16,1 sagt uns, dass die Frauen Öle nach dem Sabbat kauften. Lukas 23 sagt uns, dass sie die Öle noch vor dem Sabbat bereiteten und während des Sabbats ruhten. Offensichtlich ist es, dass man Öle nur dann bereiten kann, wenn man sie zuerst gekauft hat. Das heißt, es sei denn, man möchte behaupten, die Bibel enthalte Widersprüche, dann wäre sie wertlos, dass es in dieser Woche zwei Sabbate gegeben haben muss. Die Frauen kauften die Öle und bereiteten sie nach dem jährlichen Sabbat am Donnerstag zu. Dann ruhten sie an dem wöchentlichen Sabbat am Samstag und dann kamen sie nach dem wöchentlichen Sabbat zum Grab, um Christus einzusalben. Und so stellt auch Cockrell richtigerweise fest, die traditionellen Übersetzungen erzeugen einen Widerspruch zwischen Markus und Lukas. In Markus 16, Vers 1 wird uns gesagt, dass der Sabbat vorbei war, als die Öle gekauft wurden. In Lukas 23, 56 wird uns gesagt, dass die Frauen die Öle und Salben bereiteten und am Sabbattag ruhten. Wenn Jesus nur am Sabbat im Grabe gewesen wäre, dann würden Markus und Lukas sich widersprechen. Aber wenn er an zwei Sabbattagen mit einem Werktag dazwischen im Grabe war, dann harmonieren Markus und Lukas miteinander. Und so haben wir also hier heute gesehen, dass in der Tat Jesus Christus am Mittwoch gekreuzigt wurde, am Mittwochabend kurz vor seinem Untergang ins Grab gelegt wurde, 3 Tage und 3 Nächte, 72 Stunden im Grabe sein würde und dann am Ende des Sabbats, 3 Tage und 3 Nächte später, aus dem Grabe herauskam, auferweckt wurde. Und damit hat das einzige Zeichen, dass er unser Messias war, unser Heiland, erfüllt. Hätte er dieses Zeichen nicht erfüllt, wäre er seinen eigenen Aussagen nicht unser Messias. Die Tatsache also, dass heute Menschen behaupten, Christus sei an einem Freitag gekreuzigt worden, an einem Sonntagmorgen auferstanden, stellt in Frage, ob sie überhaupt an den wahren Messias glauben können. Wir haben in unserer Broschüre auch ein
ein Schema zurechtgestellt und ich möchte kurz dies zusammenfassen hier, um Ihnen noch einmal die Geschehnisse chronologisch während der Kreuzigungswoche mitzuteilen. Zunächst einmal die Zeitspanne von Dienstagabend bis Mittwochabend. Was geschah da? Jesus und seine Jünger essen das Passa am Dienstagabend nach Sonnenuntergang. Jesus wird verraten und Dienstagnacht gefangen genommen. Jesus wird Dienstagnacht und zu Beginn des Mittwochs nach Mitternacht vor Annas und Kaiphas gebracht. Jesus wird in den frühen Stunden des Mittwochmorgen verspottet und geschlagen. Jesus wird während des Tages des Mittwoch gegeißelt und gekreuzigt. Er stirbt Mittwochnachmittag gegen 3 Uhr oder 15 Uhr. Dies ist der Rüsttag oder die Vorbereitung, der Vorbereitungstag auf den jährlichen heiligen Festtag, den jährlichen Sabbat der ersten Tage der ungesäuerten Brote. Jesus wird am Mittwoch bei Sonnenuntergang von Josef von Arimathäa und Nikodemus beerdigt. Donnerstag, das ist der erste Tag der ungesäuerten Brote, ein Festtag, ein jährlicher Sabbattag. Die Frauen ruhen sich an diesem jährlichen Sabbat aus. Dies ist der erste 24-Stunden-Tag, an dem sich Jesus im Grab befindet. Freitag. Die Frauen kaufen und bereiten die Öle und Salben, nachdem der jährliche Sabbat vorüber ist. Dies ist der zweite 24-Stunden-Tag, an dem sich Jesus im Grab befindet. Samstag. Wöchentlicher Sabbat, an dem die Frauen ausruhen, nachdem sie am Freitag die Öle und Salben gekauft und vorbereitet haben. Dies ist der dritte 24-Stunden-Tag, an dem sich Jesus im Grab befindet. Christus wird am Samstagabend auferweckt. Am Ende des wöchentlichen Sabbats, gegen Sonnenuntergang, genau 3 Tage und 3 Nächte nach seinem Tod und seiner Grablegung. Einige Frauen kommen am Ende des wöchentlichen Sabbats, um das Grab zu sehen. Samstagabend, nach Sonnenuntergang, Maria von Magdala besucht das Grab, als es dunkel ist. Einige Frauen besuchen das Grab sehr früh oder bei tiefer Dämmerung spät in der Nacht. Sonntagmorgen, einige Frauen besuchen das Grab am Sonntagmorgen bei Sonnenaufgang. Und dann, wovon ich heute noch gar nicht gesprochen habe, wir lesen auch, dass 2 Jünger zu Emmaus gehen und besprechen die Ereignisse, die am Donnerstag angefangen hatten mit der Grablegung oder vielmehr als das Grab versiegelt wurde. Wenn man diesen chronologischen Ablauf sich betrachtet, dann sieht man, dass Jesus Christus genau das Zeichen, das er der Messias war, erfüllt hat. Und wenn wir das nicht glauben, dann können wir auch den Worten Christi keinen Glauben schenken, dass er überhaupt unser Messias war. Also diejenigen, die diese Wahrheit ablehnen, haben sehr große Probleme mit der Bibel, das sollten sie zumindest haben. So bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, es hat ein wenig mit dazu beigetragen, noch einmal das deutlich zu machen, wie Jesus Christus das Zeichen, dass er der Messias war, erfüllt hat.